heute hier aus dem Randgebiet von Abbotsford. Hier halt die letzten 3 Tage verbracht. Ein paar Dinge klären, ein paar Sachen vorbereiten, tun und machen. Hauptsächlich mein ominöses Thema mit der Afrika Twin bzw. mit dem Kettenwechseln oder Kettenkit wechseln versucht zu klären, was aber nach wie vor immer noch nicht geklärt ist. Also es ist wie verhext. Seit 3 Wochen versuche ich irgendwie, ob nun in den USA oder jetzt hier in Kanada, eine neue Kette zu bekommen. Kette ist halt nach wie vor noch so ein Thema, das versuche ich jetzt vielleicht nochmal zu klären. Ich habe es jetzt die letzten Tage dann doch nicht geschafft, nach Vancouver zu fahren. Ich will aber auch nicht einfach so dran vorbeifahren und insofern sind wir heute jetzt hier auf dem Weg Richtung Vancouver. Ich bin auf dem Weg Richtung Innenstadt Vancouver, solches. Bin hier draußen in einem Airbnb gelandet, in Port Moody. Das ist ein Stück weit raus. Brauchen wir ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten mit der Bahn. Und da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Innenstadt kann ich mir nicht leisten, ist mir zu teuer. Hotels so auf die Kürze oder auf die Schnelle kosten aktuell so um die $250, $280. Zumindest das, was ich gefunden habe und insofern nicht meine Preisklasse. Aber hier draußen, so Airbnb, konnte ich jetzt auch mal Klamotten wieder waschen und so, war das alles ganz nett. Insofern geht's jetzt los. Ich habe leider bloß einen Tag für Vancouver. Insofern, einen Tag habe ich gestern verschwendet, um eine neue Kette zu kriegen und so weiter und so fort. Mehr war dann nicht mehr drin. Und insofern, ja, bleibt dann halt heute nur bei einem Tag. Und von daher werden wir halt auch nur einen Bruchteil der wunderschönen Stadt Vancouver zu Gesicht bekommen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, einen Tag für den Stanley Park zu opfern mit seinem Urwald und schicken Cafés teilweise zwischendrin. Dort vor Ort gibt es auch ein schönes Aquarium, was man sich angucken kann. Und vor allem hat man einen fantastischen Ausblick auf die Skyline von Vancouver. Aber aufgrund des Zeitmangels werde ich mich heute auf jeden Fall auf Gastown letztendlich konzentrieren, also quasi den Altstadtkern der Stadt und ja, so ein bisschen drumherum, ne? Den Downtown District letztendlich. Mal schauen, was zu sehen gibt. Ich nehme euch wieder allgemein mit, ohne das großartig zu beurteilen oder zu bewerten, sodass ihr euch einfach euer eigenes Bild machen könnt. Insofern, auf geht's. Gastown ist der historische Kern Vancouvers. Mit seinen alten Gebäuden, die Souvenirläden, Cafés und hübsche Restaurants beherbergen, lädt es definitiv zum Stadtbummel ein. Hier vor Ort findet man eine der ersten Dampfuhren bzw. dampfbetriebenen Uhren, die viertelstündig den Westminster-Schlag spielt. Solches, glaube ich, gibt es ähnliche Replikas in Krakau, aber auch in Japan zu finden. Weiter treibt mich mein Weg zum sogenannten Canadian Palace, der allerdings heute aufgrund dessen, dass hier gerade Schiffe neu beladen werden bzw. die Passagiere eingeladen werden, geschlossen ist. Insofern ziehe ich weiter, immer entlang der Promenade, vorbei an der olympischen Flagge, bis rein in den Hafen, wo man schnell erkennen kann, dass Vancouver nicht unbedingt zu den preiswertesten Städten gehört. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf den Stanley Park, für den man sich allerdings deutlich mehr Zeit nehmen muss, als das, was mir heute hier zur Verfügung steht. Und so trete ich meinen Weg an Richtung Downtown in den Innenstadtbereich, der vollgesäumt ist mit entsprechenden Einkaufspassagen, Business-Distrikten und was man halt in so einer Stadt alles braucht. Und dann gibt's noch die Leute, die ihren ganz besonderen Jobs nachgehen.
Trotz des teuren Pflasters hier Vancouvers, muss ich sagen, ist der Mix zwischen alt und neu hervorragend gemacht und ich fühle mich hier absolut wohl in dieser Stadt. Ich durchquere komplett Downtown bis rüber auf die andere Seite, denn Vancouver selbst liegt nun mal an der großen Bay, hier im Süden an der English Bay, die entsprechend mit unterschiedlichsten Brücken überspannt ist, die mich ein bisschen an Sydney erinnern. Und weiter führt mich mein Weg direkt an den Hausstrand, so möchte ich es mal meinen. Hier der sogenannte English Bay Beach ist über die Jahre hinweg zum Stadtstrand mutiert und wie man sehen kann, stark frequentiert von den Einheimischen. Aber auch Kunst, zumindest würde ich mal behaupten, dass es welche ist, lässt sich hier finden und so haben Jung und Alt ihren Spaß hier vor Ort. Mich selber treibt es dann nochmal über eine der imposanten Brücken rüber nach Granville Island, wo der gleichnamige Granville Island Markt zu finden ist. Die Insel selbst ist eine Anhäufung von mehreren Souvenirläden, kleineren Restaurants und Cafés. Und zwischendrin kann man dem ein oder anderen verrückten Engländer beim Präsentieren seiner Tricks beobachten. Aber namensgebend, wie gesagt, ist der Granville Market hier, eine Art Farmers Market, ein Farmmarkt, wo man allerlei Dinge kaufen kann, von Gewürzen bis hin zum Wein, über Käse, Fleisch und natürlich auch Blumen. Ein wirklich schöner Mix, gefällt mir unwahrscheinlich gut. Überhaupt diese gesamte Stimmung auf dieser Insel, umgeben vom Meer, ist einfach fantastisch. Doch leider ist ein Tag in Vancouver einfach nicht genug und so muss ich mich hier leider schon wieder auf meinen Heimweg begeben. Vancouver selbst ist ebenfalls eine Stadt, die sehr, sehr viel Sporthochstätten beherbergt, aber auch einiges an Museen zu bieten hat. Hier sehr, sehr markant zu sehen, die sogenannte Science World, wo sehr, sehr viele physikalische und naturwissenschaftliche Phänomene erklärt werden und teilweise spielerisch dargestellt werden. Es gibt so ein, zwei Ausstellungen außenrum, die nur ahnen lassen, wie gut dieses Museum sein muss. Sehr, sehr interessant für mich. Aber wie gesagt, der Schuh drückt, die Zeit drückt und ja, mehr kann ich euch heute hier nicht bieten. Und von daher muss ich hier leider sagen, ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin bleibt alles schön gesund und wir sehen uns.